So Leute, ihr seht schon, auch dieser Blacky Talk ist im Laden aufgenommen, bisschen im Voraus produziert, weil ich muss ein bisschen im Voraus produzieren, damit ich das hier alles irgendwie zusammen schaffe. Und wir sind immer noch in Vorbereitungen, um spielen zu können. Wenn das Video rauskommt, habe ich schon gespielt. Mega. Dementsprechend, ja, habe ich euch ein Thema mitgebracht, über das ich mit euch reden möchte, das ich jetzt schon mehrfach angekündigt habe, dass ich es nicht mehr so schlimm finde. Und zwar andere Franchises, die Magic übernehmen. Alles fing an mit Secret Lair Walking Dead. Wobei, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Gerade so die Godzilla-Karten, die zwar noch ziemlich nah an Magic dran waren, aber es nicht genau sind, ist halt ein Punkt, wo man sagt so, ja, okay, manche Leute sagen, nee, es hat bei den Godzilla-Karten angefangen. Ich persönlich muss sagen, es hat ja theoretisch schon in Arabian Nights angefangen. Aladdin ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die nicht im Magic-Universum spielen sollte. Die aber eine Magic-Karte hat, Shahrazade und so weiter und so fort. Auch das sind Dinge, die schon vor Jahrzehnten in Magic Einfluss erhalten haben, die man aber einfach hinnimmt. Genauso nehme ich mittlerweile Walking Dead hin. Ich finde Walking Dead, das Secret Lair, ich habe es jetzt ausgepackt letzten Monat und mir ist aufgefallen, es ist mir egal. Ich finde es überhaupt nicht mehr schlimm. Ich finde es nicht schlimm, diese Karten aufzumachen. Ich habe auch schon ein paar Mal gegen Rick und seine Kameraden gespielt und ich muss sagen, ist halt so. Es ist eine Magic-Karte und bei diesen ganzen Sonder-Special-Frames kann ich eh nicht mehr erkennen, ob es das ist oder nicht. Genauso habe ich immer schon dafür plädiert, dass jetzt für das Herr der Ringe-Set, was Ende des Jahres vielleicht kommen sollte oder auf jeden Fall kommen soll, einen Solring rauskommt, der das Auge von Mordor oben drauf hat. Weil es gibt so viele alte Arztleute, die halt wirklich auch schon dieses Auge von Mordor schon reingemalt haben. Ob das jetzt ein Künstler für mich tut, weil ich das schön finde, oder die Firma das druckt, das kann mir doch scheißegal sein. Also zumindest ist meine Einstellung so. Es ist ein Punkt, wo ich sage, die Leute regen sich aktuell sehr gerne, sehr viel über die Company auf. Ich sage nicht, dass Wizards aktuell alles gut macht. Bei weitem nicht. Wer mich bei Radio Ravnica mitverfolgt oder auch sonst persönlich mit mir so redet oder über Discord oder ähnliches mit mir Kontakt hat, wird merken, ich bin aktuell auch sehr, sehr kritisch. Allerdings nicht, was diese Universe Beyond Sachen angeht. Ich finde die Godzilla-Karten, ja, mein Geschmack ist es nicht. Aber ich kenne jemanden, der sie großartig findet, der sie total toll findet und deshalb wieder Magic-Karten gesammelt hat. Nicht gespielt, aber gesammelt. Das ist ein Schritt nach vorne. Walking Dead, gut, ich kenne keine Walking Dead-Fans, weil ich nicht glaube, dass man von der Serie irgendwie Fan sein kann nach der vierten Staffel. Aber das ist was anderes, das ist persönliche Meinung. Auch da gibt es Leute, die gesagt haben, oh, finde ich voll cool. Die trauen sich nur nichts mehr zu sagen, weil sie überrannt werden wie so ein komischer Hammer. Genauso Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons hat eine riesige Fangemeinde. Und es ist derselbe Hersteller, es ist dieselbe Franchise. Magic wurde entwickelt für Dungeons and Dragons. Wer übrigens ein bisschen was mit Entwicklungen und sonst was sehen möchte, ich verweise hier immer wieder gerne auf meinen Kanal des Monats, Tim Soat, der hat da ganz viel in die Richtung Entwicklung und Artwork und sonst was gesteckt. Weil das ist ja das Hauptkriterium, das Artwork. Ich muss persönlich sagen, eine befreundete Künstlerin von mir hat zum Beispiel schon die Tronländer wunderschön gealtert, indem sie wirklich das Tron drauf gemalt hat. Also dieses viereckige Maschengedöns mit diesen kleinen Motorrädern, die dann halt so Farben hinterlassen und so weiter. Das hat sie da drauf gemalt. Wenn das Wizards printen würde, Inners, Secret Lair, in einem normalen Set, würden alle Leute sagen, oh nein, Tron, oh mein Gott, Wizard is dead, Magic is dead, nobody wanna play that shit. Und ich sage, als alter Art hat es jeder gefeiert. Kann es ja auch nicht wirklich sein. Ähnliches System ist jetzt mit Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ein Fantasy-Universum, was super einfach, ähnlich wie Dungeons & Dragons, mit dem Magic-Universum vereinbar ist. Allerdings hängen da auch ganz viele Leute, sagen, oh nee, ich möchte nicht Gandalf gegen Frodo gegen Rick spielen. Wo ich sage, doch, die Leute, die das machen, die hätten so oder so ihre Karte nach Gandalf ausgemalt. Ob das jetzt Gandalf der Graue da oben steht oder der Weiße oder der, keine Ahnung, egal. Oder ob das jetzt einfach nur ein Nikusa ist, der einfach ein Artwork von Gandalf drauf hat. Das ist doch scheißegal. Ich hoffe mal, ihr hört jetzt gerade die Alarmanlage im Hintergrund nicht. Wichtig ist doch nur, was die Karte kann. Also natürlich gibt es ganz viele Ästhetik-Leute. Ich persönlich würde für meine Decks niemals sowas wie Gandalf nehmen. Ich werde auch, selbst wenn ich Legacy Human spiele, nicht Rick spielen. Als persönlicher Aspekt, weil ich sage, ich möchte das nicht. Ich möchte diese Karte nicht in meinem Deck haben. Sollte es jemals eine Karte geben, die genau dasselbe tut, die aber nicht Rick heißt oder ein anderes Artwork hat, ist das okay für mich. Zur anderen Seite muss ich sagen, es blendet auch einfach ein. Durch diese tausenden Artworks, ich wiederhole mich, tut mir leid, das kann rausgecuttet werden. Ich werde es wahrscheinlich vergessen rauszucutten, deswegen tut mir leid. Es ist so uninteressant.
Es ist so uninteressant. In einer Welt, in der wir Karten anmalen können, wie wir wollen, und dass Leute feiern, macht die Firma das, was eh schon alle tun und feiern, und wird dafür kritisiert. Natürlich kommen jetzt alle Leute an und sagen, ah, Blacky, es geht nicht um das, wie die das machen, sondern es geht darum, wie sie es machen. Und ich hänge da und denke mir, ja, ist korrekt. Das Walking Dead Secret Lair war ein Fehler. Es war ein Fehler, weil es einzigartige Karten geprintet hat, die man sonst nicht bekommt oder spielen kann. Ob das jetzt in den zukünftigen Sets irgendwie besser gemacht wird, über die Liste, über irgendwelche Playable Cards, Character oder sonst was, weiß ich nicht. Also, ob das besser ist. Dass es gemacht wird, weiß ich. Wizards lernt daraus. Die Godzilla-Karten haben sich auch Leute aufgeregt. Man sagt nur, oh, warum steht denn der Name da unten so klein drin? Und oben steht jetzt, keine Ahnung, Sky Terror, Godzilla, Hyperstrahl. Und unten drunter steht Garuda. Und ich denke mir, es ist doch das Genialste, was du machen kannst. Du kannst hingehen, kannst sagen, ey Leute, die ihr Franchise mögen, hier ist die Karte. Und auf einem Turnier oder auf einem Kitchen Table schaut man sowieso nur rüber und sagt, ey, was kann die Karte? Man geht nicht hin und sagt, ey, wie heißt denn die Karte? Und aus welchem Franchise ist die denn? Nein, man geht hin und sagt, die Karte kann mein Companion sein, weil ich nur gerade Mana-Kosten drin habe. Und ob der jetzt Garuda steht oder Seeking Sky Terror Ray 3000 oder Gandalf, ist doch egal. Ich war am Anfang ganz herbe dagegen, habe gesagt, oh, ich finde das so schlimm, dass Leute das machen und das gehört einfach nicht ins Spiel rein. Ich muss mittlerweile sagen, ich habe es ein bisschen überlegt. Gerade jetzt in der Zeit in Corona, ohne Turniere, ohne irgendwelchen großen Gameplay. Und ich muss sagen, warum nicht? Wenn es den Leuten gefällt, wenn sie lieber diesen kleinen süßen Flattermann spielen wollen, statt einen Dragon, ein Drake, das ist ein Drake, in Urdelver, dann ist das so. Wenn sie, wie in meinem Fall, einfach lieber eine andere Karte als Garuda als Companion spielen, weil sie eh nur einmal da draußen liegt, dann ist das so. Das heißt nicht, dass ich jede Karte so haben will. Das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie ganz gerne Rick spielen würde, ohne dass ich Rick spiele. Das heißt aber auch, dass die Leute sich nicht unendlich künstlich wegen irgendwas aufregen müssen. Niemand muss hingehen und sagen, ey, ich höre auf mit Magic, weil die Company druckt jetzt Warhammer 40k Commander Decks. Dann ist das so. Wir sind jetzt schon eine Franchise, die inheritär von anderen Franchises geprägt ist. Oder die andere Franchises prägen. Ich weiß nicht, wie viele Magic-Spieler wissen, dass es schon Dungeon and Dragon Bücher vor Jahren über Ravnica und andere Plätze gegeben hat. Und jetzt neulich sogar, glaube ich, Theros rausgekommen ist. Das heißt, die Magic-Sachen sind schon lange im Dungeons & Dragons-Universum angekommen. Und auch sonstige Sachen wie der Black Lotus und ähnliche Sachen sind schon zum Meme in anderen Spielen geworden, als irgendwelche Hidden Card Acts oder sonst was. Ich persönlich würde immer noch eine Secret Lair Yu-Gi-Oh! Feiern. Das bin aber ich persönlich. Ich würde einfach gerne sehen, wie sie das machen und wie das funktioniert und wie klein sie die Schrift auf diese Karten schaffen. Aber wenn selbst die härtesten, eingefleischtesten Magic-Spieler auf einmal sagen, oh geil, Herr der Ringe-Set, oder oh geil Dungeons & Dragons Set oder oh geil 40k Set. Warum sollen wir diesen Leuten den Spaß nehmen? Sie würden sowieso jemanden entweder einen Pinsel in der Hand nehmen und sagen, hey, ich alter mir das. Oder eben diese Custom Cards kaufen. Es gibt ja schon diese Custom Tokens, Custom Commander. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Ich werde es vergessen, es einzublenden. Es tut mir jetzt leid. Und warum soll Wizards davon nicht auch was abkriegen? Ganz im Ernst. Natürlich ist das schade für die Leute, die eben das nicht mögen. Aber ihr musstet vorher schon damit leben, wenn jemand aus seinem Solring dann Saurons Auge gemacht hat. Also müsst ihr jetzt auch damit leben, dass es einfach dann das Saurons Auge gibt. Ist es Sauron? Ich glaube, es ist Sauron. Ihr seht, ich bin überhaupt nicht in anderen Franchises drin. Klar, ich habe die Filme gesehen. Klar, ich habe Star Wars Filme gesehen. Klar, ich habe Dungeons & Dragons gespielt. Aber mein Hauptaugenmerk ist auf Magic. Und mein Hauptaugenmerk wird auch immer auf Magic bleiben. Aber ob sie jetzt einen neuen Charakter erfinden, Oko, Questing Beast, ähnliche Sachen, oder neue Zauber, Once Upon a Time, ich spreche hier mit Absicht zum Beispiel dieses doch sehr angehauchte Set an von Märchen. Das ist mir egal, ob sie dann das Ding Gandalf nennen oder, keine Ahnung, Imperator Palpatine. Keine Ahnung. Ich habe schon Leute gesehen, die eine Jitte, eine Umidzaras Jitte zu einem Laserschwert umgemalt haben. Und alle Leute haben es gefeiert. Würden sie jetzt ein Laserschwert rausbringen und würden es Umidzaras Jitte nennen und würden sie da dann Marken drauflegen, das würde, die Leute würden ausrasten. Ja, alte Art ist nicht dasselbe wie das, was Wizards druckt. Es ist wirklich der Fall, dass es eben neue Karten sind, meistens neue Karten, dass sie später erst als normale Magic-Karten rauskommen und dass das so einen negativen Beigeschmack hat. Alles gut, gebe ich euch in allem recht, aber am Ende zählt, was die Karte im Spiel macht. Weil ja, Magic ist ein Sammelspiel, viele Sammler, aber Magic ist auch ein Spiel, ein Kartenspiel. Und wenn eine Erweiterung eine nordische Mythologie mit Odin als Gottheit hervorruft, ihn aber umbenennen muss in Alrund, Entschuldigung, ich musste tatsächlich wirklich gerade nachgucken, ja, dann ist das Kacke. Dann hätten sie einfach Odin da drauf schreiben können, mit seinen Raben und Spaß haben können
Und sie hätten es einfach machen können. Warum nicht? Warum sollen sie Originalvorlagen nehmen und sie komisch verwirklichen? Alle Leute haben sich bei Strixhaven aufgeregt. Ah, das ist ein Harry Potter-Klon. Ah, es geht nur um Harry Potter. Ah, es geht um Zauberer. Und oh mein Gott, es ist ja so schlimm, dass überall auf einmal nicht Harry Potter. Sie hätten doch direkt Harry Potter draufschreiben können. Und ich hänge da und sage, ja, hätten sie Harry Potter darauf geschrieben, dann hätten dich die Leute beschwert, dass das ein Harry Potter Set ist. Die wären ausgerastet. Wäre so eine Scheiße, warum muss ich denn jetzt hier auf einmal mit den Slytherin spielen und warum habe ich denn Professor Dumbledore? Ja gut, jetzt heißt der Professor halt anders. Onyx oder so. Ähnlich aussehen, ihr wisst schon. Aber die Leute regen sich dann auf einmal auf. Die Leute suchen sich nur noch einen Punkt zum Aufregen. Das finde ich schade. Weil Magic kann so viel wachsen mit diesem Franchise. Magic kann so viele neue Leute dazu holen. Und Leute, die im Franchise schon sind, im Magic schon spielen, können andere Hobbys, die sie haben, Warhammer, Yu-Gi-Oh!, Herr der Ringe, Dungeons & Dragons, Star Wars, ich weiß nicht, was noch alles kommen wird, die können das enjoyen innerhalb ihres Kartenspiels, was sie genauso lieben. Und das nehmen wir denen weg, indem wir die ganze Zeit meckern. Da müsste man sich mal überlegen, warum wir dann so reagieren. Das finde ich schade, weil es hat so viel zu bieten. Ich rede hier nicht davon, wie das Ganze aufgezogen wurde, gerade mit Walking Dead, dass das absolut schlimm war, nur an einem Tag verfügbar oder ich glaube eine Woche verfügbar, danach nie wieder verfügbar und es wird auch nie wieder verfügbar sein und sonst was. Darüber rede ich nicht. Ich rede darüber, dass Leute ihre Franchises innerhalb von Magic enjoyen können und Spaß damit haben können. Und dass andere Leute das schon seit Jahrzehnten akzeptieren, ohne dass sie irgendwie das realisieren und auf einmal ist es was Schlimmes, weil sie es halt mehr vor Augen geführt bekommen. Das finde ich schade. Deshalb möchte ich bei diesem Blackie Talk sehr positiv davon reden, dass eben dieses Universe Beyond kommt. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Und ich bin gespannt, was alles so kommt. Und solange sie gut distributiert werden, dass man Magic-Karten, Nicht-Magic-Karten, also andere Franchise-Karten und eben auch diese zeitliche Sache einfach rauslässt und sagt, hier, spielt wohl immer ihr wollt, dann freue ich mich. Und habe ich Bock drauf. Und ich hoffe, ihr überlegt euch auch nochmal, welche Meinung ihr wirklich habt. Oder ob ihr wirklich nur jemand seid, der sagt, ich finde das scheiße, weil ich es scheiße finde, weil alles scheiße ist. Aber es ist kein Problem, ein Return to Nature zu spielen, auf dem zwei Mäuse, ein Rad und ein Kürbis sind. Weil es Return to Nature, die Kutsche der Prinzessin, nachdem sie ihren Kristallschuh verloren hat, wieder in einen Kürbis verwandelt. Eine Geschichte, die neulich erst in einem Set gemacht wurde und keinen hat's interessiert. Ich habe so viele Leute darauf angesprochen, es hat keinen interessiert. Ich fand das wunderschön, ich finde es immer noch wunderschön und ich hoffe, dass ich Leute zum Nachdenken bewegt habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Seid lieb, seid nett. Ich weiß, das ist mal wieder ein schwieriges Thema und ich finde es super, dass ihr in den meisten Blackie Talks wirklich so nett miteinander umgeht. Ich musste fast keine Kommentare irgendwie nochmal anschreiben und sagen, ey, mach mal den Kommentar anders oder so oder den wirklich löschen. Wirklich, wirklich cool. Danke dafür an meine Community und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.